Yes. Schön. Wenn ich Kamera rausgekaut habe, dann ist aber die jetzt abfällig, oder? Ich meine, Entschuldigung. Ich habe noch nichts Beleidigendes gehört, ja? Nein, eh nicht. Ja, der redet so leise. Der kippt uns auch wieder. Da geht jetzt. Der muss so reden, haut sie mal aus. Ja, alles fair, der Pfeffer ist ein bisschen fair. Ja, geht jetzt eh schon. Ganz einfach. Moment, darüber diskutieren. Er muss auf die Tribüne. Das passt, da setze ich mich mit hin. Jawohl. Das ist super. Ja, das ist super. 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 Vier Flaggen liegen im Feld. Die Refs beraten sich. Selten so viele Strafen gesehen, vor allem so viele Unsportsmen weg. Das ist unfassbar. Wahnsinn. Und an beiden Sidelines wird nur gemalt. Ich glaube, am umstrittensten am heutigen Tag ist der Herr Hedriff. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem.
Okay, er hat jetzt heute schon zwei Spieler disqualifiziert und einen Coach. Okay, drei Spieler und ein Coach. Ha! Selten ein Spiel gesehen. War dadurch, dass für beide Teams eigentlich nichts mehr gegangen ist, wir waren fix weiter. Die Seahawks 4 da, ist es schwer gewesen, schätze ich mal, für beide Mannschaften sich wirklich zu motivieren. Dadurch ist das Spiel so dahin klempert sozusagen. Und hektisch ist es geworden, meiner Ansicht durch Schiedsrichterentscheidungen, die ich meinerseits nicht kommentieren werde. Leider ist es so gewesen, aber zum Glück sind die Steel Sharks und wir Sportsmänner genug, dass das, was am Feld passiert ist, war am Feld und das danach ist wieder eine andere Geschichte. Geht es im Spiel selber? Es ist lange Zeit dahin geflaut. Man hat so irgendwie das Gefühl gehabt, es kommt keine Mannschaft so recht in die Gänge oder hat das täuscht? Nein, das stimmt absolut. Also wir sind nicht wirklich gescheit ins Spiel gekommen durch eigene Fehler. Da kann man in die Red Zone dann wieder eine Strafe, 15 Yards zurück und strafen. Und das ist die Sache, die der Mannschaft schon das ganze Jahr sagt. Unsere Emotionen bringen uns teilweise um und gegen bessere Mannschaften wird uns das Genick brechen. Bessere Mannschaften ist ein gutes Stichwort. Gestern hat es, glaube ich, das eigenartigste Spiel in dieser Saison überhaupt gegeben. Die Invaders, die eine Woche zuvor nach 0-29 den Gladiators hinterlegen sind, schlagen die Black Lions. Erstens, wie gibt es sowas? Und zweitens, Frage ist, das wird der Playoff-Gegner sein. Ist das jetzt in der heutigen Geschichte irgendwie? Wie gibt es sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir das Video auf jeden Fall anschauen, weil St. Pölten unser nächster Gegner ist. Ohne ein Video zu sehen, kann ich es mir nicht erklären. Also ich war wirklich perplex, wo ich das gelesen habe, aber gratuliere an die St. Pölten von dieser Seite, zu den Invaders, weil die Black Lions zu schlagen, ist wirklich eine sehr gute Leistung. Meiner Meinung nach werden die Black Lions mit ein bisschen einer Hochnäsigkeit in dieses Spiel gegangen sein, weil sie gerade die großen Vikings geschlagen haben, die meines Wissens jetzt gerade wieder gegen die Giants führen. Ja, das schaut so aus, wie wenn sie schlagen würden sogar. Ja, genau. Ja. Also, wie gesagt, da geht es übrigens auch um nichts mehr. Ja, da geht es auch. Aber es ist, ich habe gedacht, aber die Giants sind fix Zweiter und okay. Vikings fix Vierter ist genau das gleiche wie hier. Ja. Ja, dann kann ich es mal erklären. Ja. Aber St. Pölten wird gefährlich. Also vor allem, wenn sie laufen, sind sie gefährlich. Das ist meine Meinung und wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Genauso habe ich vor dem Spiel zur Mannschaft gesagt, schaut, was gestern in St. Pölten passiert ist. Das Gleiche hätte uns heute auch passieren können. Und mit der Einstellung, glaube ich, muss man in jedes Spiel gehen. Gut, das gestern war für die St. Pöltener, also jetzt einmal für die Black Lions fatal, weil die sind ein Game Day los, den sie schon eingeplant haben. Heute wäre Niederlage, sag ich jetzt einmal, okay, zum Verkraften gewesen. Ja, für uns wäre die Niederlage wirklich zu verkraften gewesen, aber ich sehe es halt teilweise auch, dass man Sachen probieren kann, wieder im Spiel. Weil hin und wieder hat man nicht alle Leute beim Training und somit ist das eine nächste Trainingseinheit für uns, da zu spielen als ganze Mannschaft und da probiere halt Sachen, vor allem mit Peter Heilemann als Quarterback und so, der noch sehr jung ist und teilweise sehr nervös ist, was man halt noch irgendwie unter Kontrolle hat. Starting Quarterback hatte heute eine kurze Auseinandersetzung mit dem Head Referee gehabt und konnte danach nicht mehr spielen. Ja, genau. Damit hat er sich selbst auf die Tribüne verbracht, sozusagen. Ja. Der ist übrigens Vater geworden, da gratulieren wir recht herzlich. Genau. Das ist, glaube ich, wichtiger wie das. Die Lilly, die Kleine, ist auf die Welt geworden. Okay. Dann sehen wir uns in zwei Wochen, glaube ich, ist das erst. Zwei Wochen, 28. spielen wir gegen die St. Pölten wieder. Okay. Hoffe ich, 28. Das müssen wir uns noch ausmachen. Danke. Ich danke.